Einst waren hier wertvolle Stoffmuster und Textilmaschinen untergebracht. Jetzt dient die fast 100 Jahre alte KUKA-Halle in Kriegshaber als Bürgerbüro und Stadtteilbücherei. Von den rund 10.000 Medien der Bücherei befinden sich im Erdgeschoss in erster Linie die Zeitschriften und Romane für Erwachsene. Die Ausleihe erfolgt dabei vollautomatisch über Selbstverbuchungsgeräte. Im Untergeschoss haben dann die Kinder ihren ganz eigenen Bereich. Sie sollen auch die wichtigste Zielgruppe der neuen Stadtteilbücherei sein. Die Kinder von 0 bis 11 Jahren vor allem wollen wir ansprechen und natürlich die begleitenden Erwachsenen, die Familien, die Mütter, die mitkommen. Das soll unser Schwerpunkt sein. Die haben unten einen schönen eigenen Bereich mit einem schönen Lesepodest. Kindergerechte Möbel sind da. Neu bei der Stadtteilbücherei ist die Kooperation mit den katholischen Büchereien St. Thaddäus und Heiligste Dreifaltigkeit. Sie stellen nicht nur ihren Bücherbestand zur Verfügung, sondern unterstützen die Bücherei auch mit ehrenamtlichen Helfern. Ganz eine tolle Sache für Kriegshaber und auch für unsere Vereine in Kriegshaber, dass wir wirklich ein zusätzliches neues Zentrum haben. Kriegshaber ist nicht unbedingt großartig ausgestattet mit Zentren für die Bewohner, wo wir Verschiedenstes unter einem Dach jetzt zusammen haben. Denn neben der Bücherei befindet sich in der alten KUKA-Halle auch das neue Bürgerbüro. Jeder, der sein Auto anmelden will, einen Reisepass benötigt oder umgezogen ist, kann hierher kommen. Und das alles auch noch ohne lange Wartezeiten. Ganz toll ist natürlich die Terminvergabe, die wir haben. Das entzerrt den Besucherverkehr und es ist natürlich schön für Kriegshaber oder auch für Bürger aus anderen Stadtteilen, wenn sie den Termin online buchen können. Es geht auch telefonisch über die Stadtmitte und zu ihrem Termin kommen, so entfällt eine lange Wartezeit. Man ist direkt vor Ort und kommt gleich dran. Gleich zwei neue Kooperationen sind jetzt also in der alten KUKA-Halle unter einem Dach vereint. Schließlich ist das Motto der neuen Stadtteilbücherei und des Bürgerbüros in Kriegshaber auch: Näher dran am Bürger.